Herzlich willkommen zum Börsenplatz Zürich. Heute geht es um den Maschinenbauer Sulzer. Aus der Schweiz zugeschaltet begrüße ich Vivien Spanberg von Tobel. Ja, Frau Spanberg, bei Sulzer tut sich gerade einiges. Die Sparte Applicator Systems nennt sich jetzt Medmix und soll am Donnerstag an die Börse gehen. Medmix gilt als die am schnellsten wachsende und rentabelste Geschäftseinheit von Sulzer. Was genau macht Medmix denn so profitabel? Ja, Medmix ist vor allem jetzt sehr gespannt an der Börse erwartet. Viele Anleger waren wirklich schon gespannt auf die Abspaltung hier von Sulzer. Wenn man sich jetzt mal die Sparte oder die Sparte, die abgegliedert wird, anschaut, die ist vor allem spezialisiert auf Geräte für Anwendung von Flüssigkeiten. Und das für die Gesundheitsbranche, für die Dentalbranche, Klebstoffbranche. Alles, was man sich irgendwie in Flüssigkeiten gießen könnte, zum Beispiel vorstellen kann. Und da ist Medmix oder Medmix wird dafür jetzt an die Börse gebracht, um eben diese Profitabilität, die sie eben versprechen, auch wirklich voll ausnutzen zu können. Das haben sie dann auch in drei Sparten untergliedert, das neue Unternehmen. Das ist dann Beauty, Healthcare und Industrieanwendung. Und hier soll vor allem ein verstärkter Fokus dann auch am Ende auf Healthcare gelegt werden. Im Zuge des Spin-Offs machen sie auch gleich eine Kapitalerhöhung von ungefähr 300 Millionen Schweizer Franken. Und dieses Kapital soll dann vor allem in Innovation, also in Zukäufe beispielsweise gesteckt werden und auch eben Innovationen in dem Sinne, dass sie investieren wollen. Das soll dann am Ende sich auch auszahlen und die Healthcare-Sparte dann von Medmix soll hier dann 50% des Umsatzes beitragen. Aber auch die beiden anderen Sparten sollen trotzdem hier nicht zu kurz kommen. In dem Fall die Beauty-Sparte beispielsweise, Dental und Kosmetik fällt damit rein. Gerade durch die Urbanisierung, aber auch durch die steigenden Einkommen wird hier mehr Nachfrage dann am Ende des Tages erwartet. Und auch die Industrie denkt wahrscheinlich gerade auch so ein bisschen um. Es wird nicht mehr alles verschraubt, sondern es wird auch das ein oder andere Teil geklebt. Und das soll dann vor allem aus den Industrielösungssparten von Medmix kommen. Und hier sieht man dann also für alle drei Sparten, aber vor allem für die Healthcare-Sparte doch sehr gutes Wachstum. Jetzt haben Sie die Neustrukturierung schon mal skizziert. Welche Vor- und Nachteile entstehen denn durch den Börsengang von Medmix für Sulzer? Also die Sparte, die jetzt ausgegliedert wird, ist schon eine relativ starke Sparte, gerade im Bereich des Umsatzwachstums. Da haben sie fast 36% mehr Umsatz gemacht. Also sie gliedern eigentlich eine relativ starke Sparte aus. Aber es soll vor allem Vorteile für beide Unternehmen am Ende des Tages geben, nämlich dass sie beide profitabel sind und dass sie sich beide auf ihre Geschäftsfelder voll konzentrieren können. Medmix, wie schon gesagt, eben mit dem Bereich Healthcare hier im Fokus und die Bereiche, die bei Sulzer dann übrig bleiben, sollen sie dann vor allem zum Pure Player für Flow Control werden lassen und auch das Management geht eigentlich davon aus, dass sie 2021 ohne Medmix hier auf einen Umsatz von ungefähr 3 Milliarden Schweizer Franken kommen. Die EBITDA-Marge soll ungefähr bei 9% dann rauskommen. Da sind sie immer noch unter dem mittelfristigen Band von 10-11%. Also da müssen sie noch ein bisschen was drauflegen. Am Anfang wird es bestimmt ein bisschen belasten bei Sulzer, gerade weil sie natürlich auch erstmal das auffangen müssen. Nichtsdestotrotz sagt man aber auch, dass eine Bewertungskontraktion von ungefähr 10% am Ende trotzdem immer noch beide Unternehmen zusammengesehen besser bewerten lässt. Das bedeutet, dass Sulzer und Medmix dann eben zusammengenommen immer noch höher bewertet werden, als sie aktuell sind. Und das kann für beide Unternehmen eben nur gut sein, weil sie sich hier auf ihre Geschäftsfelder wirklich voll konzentrieren. Sulzer verfügt noch über drei andere Geschäftsbereiche. Sie haben es ja bereits angesprochen. Wie sind denn diese Sparten aufgestellt? Also mit den drei Sparten, die sie dann noch übrig haben, wenn sie Medmix hier ausgliedern, sollen sie eben gerade diese Flow-Control-Bereiche hier zum Pure Player werden lassen. Der erste Bereich ist Pumps Equipment, also alles, was sich um die Pumplösung hier dreht und das vor allem gerade für Kunden explizit angefertigt und auch designt, das gerade im Bereich Wasser, Öl und Gas, Chemikalien und Ähnliches. Der Bereich Rotating Equipment Services ist auch vor allem gerade der Bereich, wo hier die höchsten Margen und die höchste Stabilität verzeichnet wird. Da dreht sich alles drum, eben um die Wartung und die Reparatur eben dieser Pumpen und Teile, die sie verkaufen. Und hier wird natürlich auch immer ein stetiger Ertrag dann erwirtschaftet. Der letzte Teil ist
Chemtech oder der letzte Bereich ist Chemtech und hier sind dann vor allem Lösungen für Prozesse und Ausrichtung für das Trennen und Reinigen von Chemikalien. Und hier sieht sich auch der größte Umsatzwachstum für die Langfristsicht. Das soll ungefähr 7 bis 8% sein. Die beiden anderen Bereiche sind hier mit einem Umsatzwachstum von ungefähr 3 bis 5% gekennzeichnet. Also hat der Chemtech-Bereich hier am meisten Wachstumschancen. Aber eben der Servicebereich hat die höhere Marge und die höhere Stabilität. Da sieht man schon umsatzmäßig die langfristigen Aussichten moderat zwischen 3 bis 5 oder eben 7 bis 8%, was hier Umsatzwachstum vorgelegt wird. Und erstmal freut sich Sulzer wahrscheinlich dann auch erstmal Metrix hier auszugliedern. Wir wollen uns mal die jüngste Bilanz von Sulzer ein bisschen näher anschauen. Im Juli gab es Zahlen für das erste Halbjahr. Gewinn und Umsatz deutlich gestiegen. Prognosen für das Gesamtjahr hat der Vorstand bestätigt. Wie sehen Sie denn die Gesamtlage und damit verbunden die Perspektiven für Sulzer? Also die Perspektive für Sulzer, aber auch die Halbjahreszahlen, die Sie jetzt hier vorgelegt haben, wurden auch vom Markt und von den Anlegern relativ positiv aufgenommen. Die Aktie hat sich eigentlich mal kurz gefreut. Es gab aber auch schon wieder ein paar Gewinnmitnahmen. Nichtsdestotrotz ist hier ein Umsatzplus von 7,8% verzeichnet worden. Und am Ende des Tages kamen sie dann auf einen Umsatz von 1,723 Milliarden Schweizer Franken und das Betriebsergebnis sagt bei 129 Millionen Schweizer Franken. Hier muss man sagen, eben wie vorhin schon kurz angedeutet, Medmix war hier der größte Umsatzsteigerer mit über 36%. Aber trotzdem sagt der Vorstand oder auch die Analysten für das zweite Halbjahr von Sulzer sogar noch ein bisschen positivere Aspekte vorher. Das kommt vor allem gerade durch die Auftragsbücher. Seit Herbst letzten Jahres ist eigentlich schon gerade so ein bisschen mehr Dynamik hier in den Markt gekommen und im Herbst ist dann auch der Auftragseingang immer mal wieder hochgeschnellt. Aktuell gibt es einen Auftragsbestand bei 1,948 Milliarden Schweizer Franken und das ist vor allem sehr weit über dem aktuellen Niveau, das sie noch im Sommer 2019 verzeichnen konnten. Daher gehen sie aus, dass die zweite Jahreshälfte diesen Jahres dann nochmal so ein bisschen den Push bringen kann. Und das geht für alle Bereiche von Sulzer und soll eigentlich positiv fürs Endjahr sein dann. Also durchaus positive Perspektiven. Schauen wir mal, ob das auf die Aktie auch abfärben kann. Die ist ja seit Oktober 2020 kräftig gestiegen. Zuletzt ging es ein bisschen nach unten. Wie viel Potenzial sehen denn die Analysten noch? Ja, also es schien eigentlich, dass seit Oktober 2020, also letzten Jahres, die Sulzer-Aktie dann auch kein Halten mehr gefunden hat. Es ging dann nur noch nach oben. Aber auch aus dem Corona-Tief von März letzten Jahres konnte sie sich eigentlich wirklich fulminant nach oben bewegen. Da lag sie bei ungefähr fast 40 Franken und jetzt ist sie bei fast 131 Franken, hat sich wirklich kräftig nach oben gearbeitet. Aber für viele Analysten ist das jetzt auch so allmählich jetzt auch das Ende, sage ich mal, gekommen für diesen krassen Aufstieg. Die 12-Monats-Durchschnittskursziel für die Sulzer-Aktie liegt aktuell bei 139 Schweizer Franken, also ungefähr noch 3,8, 3,9%, die Aktie hier noch auf 12-Monats-Kursdurchschnittszeit machen könnte. Aber auch das Rating ist eigentlich doch relativ positiv gesehen. 75% Buy-Rating, 25% Hold-Rating, kein Rating auf der Sulzer-Aktie. Und da kann man also sagen, ein bisschen Potenzial scheint noch zu sein. Aber ich glaube, die meisten Anleger freuen sich jetzt erwartungsvoll hier auf den MedMix-Börsen. Sagt Vivian Spanberg von Vontobel. Vielen Dank. Danke. Ja, das war die aktuelle Ausgabe vom Börsenplatz Zürich. Heute mit einem Blick auf den Maschinenbauer Sulzer. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.